Italien gegen die Schweiz. Das Nachbarduell bei dieser Eishockey-Weltmeisterschaft. Zum 14. Mal stehen sich die beiden Teams bei der Weltmeisterschaft gegenüber. 8-mal gewannen die Schweizer. 4-mal holte Italien für sich den Sieg. 1-mal gab es das Unentschieden. Und für beide Mannschaften ist es sehr interessant. Virtuell bei einer Blatschen Eishockey-WM konnte man noch nie wirklich große Erfolge erzielen. Letztes Jahr die Schweizer knapp auf Rang 5 in der Gruppe A. 10 Zähler, 2 Punkte hinter den Slowaken auf Rang 4. Und ja, für die Italiener, da war es knapp. Der Klassenerhalt, 3 Punkte, also 1 Punkt mehr wie Kasachstan auf Rang 7. Und Nico Ischia, der macht hier frühzeitig den Führungstreffer für die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft, und die verfügt über wirklich Top-Spieler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spieler aus der National Hockey League mit Piusz Suter, mit Timo Meier, Dennis Margin, Philipp Kuraschew, Nico Ischia, Jonas Siegenthaler, Janis Moser, Dean Kukan, allesamt in der National Hockey League. Und das wird dieses Jahr, könnte das auch ausschlaggebend sein. Also ich schätze die Schweizer wirklich sehr stark ein. Und ja, wir wissen, die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft, die hatte 2018 die Möglichkeit, bei der WM in Kopenhagen den Weltmeistertitel zu holen. Damals scheiterte man allerdings an den Schweden mit 2:3 im Finale nach Penaltyschießen. Das war eine bittere Erkenntnis für die Schweizer Nationalmannschaft. Und 3-mal konnte man bislang den Vize-Weltmeistertitel holen. Im 2018, dann 2013 und 1935. 2013 in Stockholm und Helsinki ebenfalls. Ja, gegen Schweden auch da scheiterte man. 1935, etwas länger zurückliegend, damals die Eishockey-WM in der Schweiz. Damals scheiterte man an den Kanadiern. Und es soll irgendwann mal der große Sprung kommen. Es soll irgendwann mal der Titel her für die Eidgenossen, für diese Schweizer Nationalmannschaft. Und der Weg, das ist schon mal ein guter. Mit dem frühen Tor hier zum 1:0. Und wenn diese Partie durch ist, dann hat jede Mannschaft in der Gruppe A einmal gespielt. Und es ist bislang wirklich eine tolle Eishockey-Weltmeisterschaft. Mir macht es unheimlich viel Spaß. Und ich hoffe, ihr an den Bildschirmen zu Hause habt genauso viel Spaß wie meine Wenigkeit. Die 10. Blatsche Eishockey-Weltmeisterschaft. Also es ist schon immer wieder, wenn ich diese Zahlen sehe. Seit 10 Jahren gibt es schon diese virtuelle WM. Das ist schon wirklich krass. Und wie gesagt, die Schweizer bislang noch nie erfolgreich virtuell. Dieses Jahr könnte alles anders laufen. Also ich habe sie definitiv auf dem Zettel. Dürft gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Aber ich habe diese Mannschaft tatsächlich auf dem Zettel für mehr in diesem Jahr. Italien, ja, für die geht es natürlich wieder einmal mehr darum, nicht abzusteigen, sondern den Platz in der Top Division beizubehalten. Es gibt schon die ein oder anderen Möglichkeiten, die man jetzt hier hat. Nach dem starken Beginn der Schweiz, jetzt auch Italien mit der ein oder anderen Möglichkeit. Nächste Schusschance abgeblockt von Cassetti. Und Fora an Miranda. Frick. Oh, nochmal die Gelegenheit über links. Da ist viel Raum, viel Platz für den Schweizer, der sich da durchtanken kann. Aber es ist Bernard, der die Scheibe festhält. Andreas Bernard, David Fadani und Justin Fazio, das Torhüter-Trio. Andreas Bernard mit 31 Jahren der dienstälteste Torhüter bei den Italienern. In Österreich beim HC Bolzano in der Eishockey League unterwegs. HC
beziehungsweise in Italien, die ja auch Teil dieser Liga entsprechend sind. Und wir gehen rein in den Mittelabschnitt. Die Schweizer weiter in den weißen Jerseys. Jetzt von rechts nach links. Minuten sind es noch zu gehen. Meier. Schweizer können in der eigenen Zone die Italiener bislang gut vor den Offensivmöglichkeiten nehmen. Wieder Meier. Schweizer mit einem sehr tiefen Kader und dann ist es Hischier und Timo Meier, der Nutznießer mit dem Rebound. Und dann erhöht man hier auf 2:0. Klasse gespielt von Timo Meier, der dann nur einschieben braucht. Aber die Vorarbeit von Nico Hischier, der das da folgerichtig vorbereitet hat. Keine Chance für Birna, diese Scheibe entsprechend zu parieren. Da ist Kurashev. Schweizer jetzt natürlich mit der komfortablen 2:0 Führung. Egli. Wieder Meier, nächster Versuch. Und hau nun. Italiener jetzt im Mittelabschnitt bislang nicht wirklich gefährlich. Kommen da nicht in die Angriffszone rein. Die Schweizer stehen da sehr kompakt. Bislang läuft es für die Nati. Die Mannschaft der Schweiz. Patrick Fischer, der Head Coach, der kann zufrieden sein mit seinem Co-Trainer Tommy Albelin in dieses Turnier. So, abseits. Einmal mehr. Italien tut sich sehr, sehr schwer. Nach der neutralen Zone. Bislang nicht wirklich gefährlich. Jetzt vielleicht über Berger. Moser hat gut aufgepasst. Bislang tut sich nicht mehr wirklich viel. Ist jetzt ein bisschen festgefahren. Da gibt es die Gelegenheit für die Italiener. Aber auch auf der anderen Seite die Schweiz. Durchaus mit der ein oder anderen Chance. Und wenn man hier auf 3:0 erhöhen kann, dann würde ich mich tatsächlich festlegen. Dann wird das schwer für Italien, hier nochmal ranzukommen, so wie sich diese Partie bislang entwickelt. Miranda. Keine einfache Partie für diese italienische Nationalmannschaft. Und die letzten Sekunden. Vielleicht gibt das noch einmal die Gelegenheit für Italien. Da ist McNally. Aber auch hier die Schweizer konsequent in der Verteidigung. Weiterhin 2:0 Führung für die Schweizer Mannschaft. Und das sieht nach einem guten Auftakt für die Schweizer aus. 10:3 Schussstatistik auch eindeutig.
Und jetzt geht's in den Schlussabschnitt hinein. Und noch 20 Minuten bleiben den Italienern diese drohende Niederlage zum Auftakt erst einmal zu vermeiden. Aber erst einmal endet das in der nächsten Strafzeit, in der ersten Strafzeit. Oh, das trifft Daniel Frank, den Kapitän der italienischen Nationalmannschaft. 28 Jahre jung in Merano in Italien auf die Welt gekommen und ebenfalls beim HC Bolzano unter Vertrag. Jetzt also die Schweiz noch eine Minute in Überzahl. Vielleicht mit dem Powerplay-Tor, dann dürfte diese Partie möglicherweise hier entschieden sein. 0:3 wird Italien hier nicht mehr aufholen können. Eggenberger. Italien zwischenzeitlich wieder komplett. Also auch da kein Profit rausgeschlagen. Schweizer versäumen es hier, den Deckel drauf zu machen in dieser Partie. Und wieder Frank. Zurückgekommen von der Strafbank. Da gibt es noch die Chance. Frank mit dem Rebound. Und wenn er den gemacht hätte, dann wäre das noch einmal richtig spannend geworden. Und Italien sollte an diesen Szenen jetzt festhalten. McNally, vielleicht kommt man doch noch mal ran. Ein Treffer würde den Abstand schon halbieren. Frank, gut aufgepasst von Igli. Aber auf der anderen Seite ist es Bernard, der immer wieder einen festen Rückhalt mimt. Cassetti. Keine 8 Minuten mehr. Hischier. Da ist Insam. Italien wesentlich besser jetzt noch als in den ersten 20 Minuten. Noch einmal Italien, noch einmal die Chance, aber Genoni. Der lässt da nichts durch. Leonardo Genoni mit Reto Berra und Sandro Eschlimann. Das Torhüter-Trio bei den Schweizern. Cassetti. Jetzt wieder die Schweiz. Also es ist jetzt ein schönes Hin und Her von beiden Teams. Aber diese letztliche Gelegenheit, die bleibt bislang aus. Italien hätte hier schon gut und gerne einmal mehr die Entscheidung herbeiführen können. Und Meier, Berger. Also für die Schweiz bleibt unterm Strich festzuhalten. Man hat diese Partie im ersten Durchgang für sich entschieden. Genoni auf dem Weg zum Shutout in dieser ersten Partie bei der Eishockey-WM zum Auftakt gegen Italien, welche so wichtig ist, dass man hier die Punkte holt. Denn in dieser Gruppe A warten weitaus schwerere Gegner auf diese Nationalmannschaft.
Und jeder Punkt, den man mitnehmen kann, ist am Ende ein guter Punkt. Und es laufen die letzten 30 Sekunden. Ihres Tor bei den Italienern. Natürlich Trivelato, Frank, natürlich versucht man das hier noch. Vielleicht auch sogar den Ehrentreffer zu erzielen. Kostner, Pitan, aber es bleibt aus. Genoni sichert sich den Shutout im ersten Spiel. Glückwunsch an die Schweizer Nationalmannschaft, die sich damit den ersten Sieg einfahren. Wichtige zwei Punkte, drei Punkte, die man hier einfahren kann. Ich sage danke fürs Zuschauen. Die nächste Partie also in der Gruppe B und die wird sein Tschechien gegen Großbritannien. Dann haben wir alle Akteure einmal gesehen. Also wieder einschalten. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Euer Bloody LP.